Eine Minute nach. Noch ist nichts gewonnen und nichts verloren. Wahrscheinlich habe ich verloren, aber... Guck mir die beiden, die sehen lustig aus. Die sehen lustig aus, die beiden. Ja, ich glaube, die werden auch dafür. Man kann doch wenigstens fragen. Du kannst doch jetzt noch eine Minute hin und her laufen, aber da kommst du ganz bestimmt nicht weiter. Ja, ich weiß. Oh, fuck, Mann. Ist auch eine dumme Challenge. Ich glaube, wenn wir gleich zu zweit... Eigentlich hoffe ich, dass Marco gewinnt. Weil die anderen beiden Challenge gewinne ich. Hoffentlich. Ich schäme mich so, ne? Ich schäme mich. Ja, rumlaufen ist sowieso schon mal doof. Eigentlich am besten stehen bleiben. So, sind nur noch ein paar Sekunden. 4, 3, 2, 1. Beep, beep, beep. Die Zeit ist abgelaufen. Ende. 1,40. 1,40. Wir können das auch zensieren, wenn du möchtest. Ja, gerne. Ne? Es geht gerade so, wir machen noch hinten noch einen Freund und so weiter und wir machen eine Kiss-Challenge. Ich würde gerne mit dir jetzt ein Spiel spielen, so Xing Chang Chong. Und wenn du gewinnst, darfst du mir eine klatschen und wenn ich gewinne... Warum macht ihr das? Ja, um zu sehen. Es macht Spaß. Macht Spaß, und zu sehen, ja. Wer das so. Noch 45! Ja, und deswegen, wenn ich gewinne, dann... Egal, er auch. Ja, haha. Wirklich. Was mit? Können wir statt des Kurses was anderes machen? Du musst wirklich eine Mitgliederkunde, leider, das haben wir so besprochen. Nee? Ich möchte mich nicht anschicken. Sorry. Danke. Wie Sie sehen Sie nichts? Noch 15 Sekunden? Ja, super. Ja, das können wir vergessen, wir können jetzt keine Idee. Komm, Alter! Alter, glaubst du noch nicht wirklich? Ist scheißegal! 5, 4, 3, 2, 1, vorbei! So, da es jetzt ein 0-0 ergab, gehen wir zusammen auf die Piste. Und wir gehen eigentlich nur nach Tendenzen. Also, wen würde man eher heute küssen? Ich? Oder mich. Und wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. So. Hey, wollen wir denken mal los, ne? Ja. Welche Richtung gehen wir? Weiß nicht. Lass da links. Da sind mehr Menschen. Ja, aber wenn wir jetzt da und dann zurück, dann kommen uns hier entgegen. Ja, weil ich habe auch so viel da gesprochen. So. Wir müssen beide hier nochmal sich anstellen. Ja, das geht. Ich hab's ja gut drauf gehabt, oder? Aber ich hab's gar nicht drauf gehabt. Kein Kommentar an dieser Stelle. Nachher ging das eigentlich so. Weil dann konnte ich das. Ja. Wie gesagt, wenn du meinst. Ja, also lässt du dir so einen Scheiß einfallen? Oh. Wenn du Marco drauf, Menschen anzusprechen, ja. Kriegst du auch was anderes. Ja, so sieht's aus. So, wen nehmen wir denn mal? Also 80 plus, ne? Jawohl, der wollte ich immer. Ich bin aber hinter der Kamera. Ups. Und wie filmst du eigentlich? Wieso? Das wären so eine verwackelten Bilder bei dir. Nö. Mädels? Ja. Habt ihr kurz Zeit? Das ist nur eine Frage. Und zwar, es geht darum... Stell die Frage, Mann. Wen würdet ihr lieber küssen? Mich oder ihn? Da jetzt nur mal abgesehen davon. Ne? Ihr müsst es nicht. Nein, ihr müsst es nicht. Ihr müsst nur sagen, wen würdet ihr lieber machen? Das ist schön, Daniel. Ja, zwei Punkte. Zwei Punkte, vielen Dank. So, das waren die ersten zwei. Drei Punkte noch.
Er hat mehr Oberarme, ja? Ja, und? Soll ich den Müll in meine Jacke reinstopfen? Danke. Mach ein Taschentuch rein, du. So, das hat doch schon mal gut geklappt. Den nächsten Schritt ist aber an. Ja, finde ich auch. Das letzte Mal. Ja, das ist doch mal, ich mach das nie wieder. Ganz ehrlich, ich hab schon so viele einmal angefangen, deswegen muss ich jetzt auch mal glauben. So, Hamburg City am Start, ja? Hier mit den beiden Freaks. Ja. I'm the man hinter der Kamera. Hey, meine Kamerafrau, Partnerin. Yay! Deswegen machst du das doch! Ja, genau. Die beiden mit Fahrrad. Das mache ich, weil es Markus Idee war. Die beiden mit Fahrrad. Fahrrad. Jetzt lauf! Ja, die ist doch. Oh, Christoph ist doch ein Kind. Ich kann doch kein Kind ansprechen. Also echt. Der nimmt doch meine Eltern. Benimm dich. Mach Sitz. Hund Sitz. Wo denn? Wo? So. Können wir uns da noch Nudeln kaufen? Wir kaufen uns kein Pudel. Nudeln! Okay, geh zu jetzt. Hunde? Punkte. Nimm die beiden da. Welche? Nein, keine Ahnung. Margarine tue ich nicht. Komm. Ja, Entschuldigung, Marco. Die beiden Herren hätten da eine Frage. Ich verziehe mich. Gut. Ja, und zwar geht es darum, dass wir eine Challenge haben, Marco und ich. Und ja, es geht um die Tendenz, wen würde man eher küssen? Toll. Ihn? Oder? Ihr müsst es nicht, aber ihr müsst nur sagen. Jetzt haben wir mal sagen von ihm. Wen er? Ja. Ich hab wenigstens. Warte, gehen Sie wieder hier rüber. Ja, Marco, gib ihn hart. Pass auf. Hallo. Ich geh nur meine Frage vor. Ja, der Kleiner und ich machen gerade eine Challenge. So, wir hatten eine Challenge. Und jetzt ist einfach nur die Frage: Wenn ihr einen von uns küssen müsstet, wen würdet ihr eher küssen? Mich oder ihn? Egal, ja, das können wir ab. Ja, nur sagen. Machen gibt extra Punkt, oder? Ja, ja. Drei Punkte. Ja, vier. Und zwar haben Max und ich eine Challenge, ja, den man am besten küssen würde. Auch nicht ich küssen, sondern meine. Du meinst. Okay. Ja. Ich bin ja ganz voll weiter. Ja. Oh, okay. Okay. Nein, damit habe so, ich gewonnen. Hast du gewonnen. Ist okay. Da ist der Sieger. Schönen Tag noch. So. Ist ja! 5 zu 0! Wir sind ja eh durch. Ja. So, Leute. So. Ne? Okay, ja, Hund sitzt! Hast du gewonnen? Das Spiel gewonnen? Hast du gewonnen? Und zwei. Eine Challenge. Two Girls One Cup gucken und dabei Schokoladenpudding essen. Wir haben den ein bisschen verflüssigt, damit es ein bisschen widerlicher ist. Sieht aus wie Dünnfleisch. Widerlicher ist. Ja. Ich würde sagen, ne? Anni sagt, wann wir essen müssen. Und Dünnfleider. Wollen da nochmal sagen. Achso. Ich mal ein bisschen andersrum, dass man das Schild nicht sieht. Ach, da ist noch ein Schild drin. Hm. Ja, sind zwei Schilder. Also. Wir auch immer. Ja, wir fangen an. Fangen Sie nicht bei den Becher. Okay. Achso, sag das doch. So, Anni. Man sieht die Becher nicht. Man sieht die Becher, ja, wir nehmen die in der Hand. Sieht man sie jetzt? Nee. Ich mag mir jetzt gar nicht angucken. Yeah. Darf ich schon anfangen? Ja, ihr dürft. Ja, jetzt erstmal. Essen. Esst. Geht doch eigentlich voll. Essen. Nee, tut mir leid, das kann ich nicht. Ihr esst einfach durchgängig. Ich kann das echt. Oh. Mir kam es da gerade schon hoch. Alter. Ach, Marco, essen. Marco, essen. Wer essen? Oder gibst du auf? Ist zu Ende? Schon nochmal. Ey, 5 Minuten, sagt er. Da dachte ich, das geht so 3 Minuten. So eine! Marco, essen, schneller. Christoph ist gleich fertig. Mhm. Das. Also geht eigentlich. Du bist so ein Widerling. Ja. Na raus, nicht halt! Ja, wir verloren! Hallo, meine Speicherkarte! Leck! Christoph hat gewonnen! So. Das war locker leicht, ne? Ich esse hier Markus auch noch auf. Ich hab dir fast gekotzt. Gerade mir kam das dann gerade echt hoch.
stellen wir hinten hin. Ich hab gesagt, ich kann sowas ab. Ja, das ist auch widerlich. Das ist auch. Boah. Nee, das ist so eklig.